Wir befinden uns im MMA Spirit in Frankfurt und neben mir Max Koga, der erfolgreich gegen Kasim Halimi in Kopenhagen gewonnen hat bei der Casino Fight Night 2. Ja, Max, erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Hast du ja schon angekündigt, du willst es diesmal schnell machen, war ein Erstrundsieg. Kannst du mal ein bisschen uns durch den Kampf führen? Klar, ich wusste, dass er zu Beginn sehr aggressiv sein wird, verrückte Dinge, sehr unorthodoxe Dinge machen wird. Und ja, wie halt das Team und ich schon erarbeitet haben. Er hat angefangen mit dem Highkick und relativ früh auch mit einem eingesprungenen Knie, das ich dann abgefangen habe zum Takedown und am Boden habe ich ihn kontrolliert, dominiert, habe dann die Guard passiert und er hat einen sehr langen Hals gehabt und das ist dann auch zum Glück ausgegangen. Der hat ihn dir entgegengestreckt und du hast ihn dankbar angenommen. Du hast ihn dann. Also ich habe die Guard passiert, er wollte in dem Moment wollte aufstehen, da habe ich mir den Kopf geschnappt und habe ihn dann der Guillotine angegriffen. Ja, und ihn dann noch am Schluss damit finalisiert, hat er dann noch abgezappt. Warst du selber überrascht, dass das jetzt so schnell ging? Gut, ich weiß, ich kann sehr, sehr viel arbeiten. Ich war fit und hatte schon vor, von Anfang an ein gewisses Tempo zu haben. Wie schon im Vorfeld erwähnt, hatte ich vor, den Kampf schnell zu beenden. Ich hatte keinerlei Lust auf irgendeine Art von Kritik und es gehörte zum Gameplan, früh Druck zu machen und wenn man früh Druck macht, kommt man halt auch früh zum Ziel, wie auch beim Kampf zu sehen war. Also hast du das Gefühl gehabt, auch durch deine Aggressivität hast du ihn auch zum Fehler gezwungen? Also weil dieses eingesprungene Knie, das war ja auch ein bisschen halbherzig, was du abgefangen hast und Takedown genutzt hast. Denkst du, der kam auch mit deiner Art nicht klar, dass du ihn dagegen gehalten hast? Ja, also ich habe halt auch sehr früh angefangen Druck zu machen und klar, das bringt auch ihn in Bedrängnis, ansonsten war er immer der sehr, sehr viel Druck ausgeübt hat. Es war wahrscheinlich für ihn auch neue Erfahrung, dementsprechend klar war es für ihn auch auf jeden Fall nicht angenehm. Aber was war denn das auch überhaupt für ein Erlebnis für dich jetzt, in Dänemark zu kämpfen, im Ausland und die Casino Fight, dann kannst du dazu mal ein paar Worte sagen? Gut, ich habe ja jetzt schon das zweite Mal in Dänemark gekämpft. Ich muss sagen, das dänische Publikum ist toll. Ganzen Kopenhagen war schön. Die dänischen Fans sind sehr, sehr begeistert, was den MMA-Sport angeht. Und ja, es war ein schönes Event, schöne Kämpfe und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, in Dänemark zu kämpfen. Ja, also es waren ja noch mehrere Deutschen vor Ort, die waren ja auch diesmal alle erfolgreich gewesen. Habt ihr abends noch zusammen gefeiert eigentlich oder habt ihr im Team selber oder wie war das? Gut, wir saßen alle beisammen, haben den ganzen Abend nochmal auf uns wirken lassen, haben natürlich auch miteinander gesprochen. Der André und der Abus, auf jeden Fall sehr, sehr coole Jungs und ja, man hat sich so kennengelernt und saß beisammen, aber wirklich feiern waren wir jetzt nicht. Ja, aber habt euch gegenseitig schon mal beglückwünscht, also der André Schell, der Abus Magomedov und ihr, also und du, ihr drei wart ja angetreten, ihr drei wart erfolgreich, ihr wolltet ja auch in der Heimat gefeiert. Inwieweit habt ihr das denn überhaupt mitbekommen? Das war, bei Facebook hat ja gebrannt, wie wir gehört haben, ihr habt gewonnen. Auf jeden Fall, ich habe mein Handy extra im Zimmer gelassen, im Hotelzimmer. Ich wollte erstmal ganz fokussiert mich nur auf den Kampf konzentrieren. Gut, ich bin dann später ins Zimmer gegangen, habe mir das Handy angeguckt und da ging es schon volle Granate los. Also die Leute haben das alle verfolgt. Es war toll, dass es live zu sehen war und deswegen durchweg positive Resonanz, was alle Kämpfe anging. Und Max, was liegt jetzt als nächstes für dich an? Ich meine, nach so einem dominanten Sieg, erste Runde, wirklich richtig schön gemacht. Gibt es schon einen neuen Kampf, der für dich ansteht, ein neuer Gegner? Also das alles plant der Nils. Also nach dem Kampf ist vor dem Kampf, so viel kann ich sagen. Ich habe keinen Tag Pause gemacht. Ich habe direkt wieder, das ist das Schöne am Erstrundensieg, ich habe keinerlei Blessuren. Mir geht's, ich bin immer noch topfit und gut, wenn der Nils was hat, dann gibt er mir Bescheid und ich bin jederzeit bereit. Genau das wollten wir hören. Also du bist bereit und hast du noch deinen Friends, deinen Freunden, irgendjemand noch etwas zu sagen? Die letzten Worte gehören dir, Max. Ich möchte mich nochmal bei all meinen Fans bedanken, beim kompletten MMA Spirit und nochmal vielen Dank an alle Sponsoren, Boxhaus, Olymp, vielen Dank. Ja, und wir bedanken uns bei dir und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Danke. Bitte, bitte.